Hier ist der zweite Durchgang, hier ist Synchronspringen, hier ist Mundstuhl. Die Jungs von Mundstuhl, auf dem dritten Rang liegen sie, brauchen also jetzt noch einen guten Sprung, um unter die besten vier zu kommen. Auch hier heißt es, die besten vier ziehen ins Finale. Salto rückwärts gestreckt war das, Schwierigkeit 2,5. Und auch das schauen wir uns noch mal ganz in Ruhe an. Absprung, noch synchron. Ande höher gesprungen, kommt deswegen natürlich auch später am Wasser an. Und wir achten auf den Eintauchvorgang. Drehung von Lars ist also schon da, dann kommt Ande. Auch Ande nicht ganz fertig geworden. Also in der individuellen Ausführung fehlen ein paar Punkte, aber die Synchronität war da, sagen unsere Kampfrichter. Ist doch gut. Ich bin gut hier. Obergeil. Ja. War auch okay. Ja, fand ich auch. Ich bin halt nur nicht rumgekommen. Guck mal. Hier, von oben. Hier. Achtung, hier. Guck, hier bin ich drin. Hier bist du eingetaucht. Hier bin ich drin. Hier. Ja, Beavis und Butthead an dieser Stelle. Wunderbar ist das gelaufen für euch und momentan natürlich noch im Finale. Momentan noch. Wir danken erstmal Walter und der Feli und den Leuten aus Frankfurt, die uns trainiert haben. Genau, alles da. Hallo Frankfurt! Hallo München. Wir machen direkt weiter mit den nächsten beiden. Herzliche Grüße also an die Frankfurter Springerschule und wir kommen jetzt zu den Erstplatzierten, die einen gehörigen Abstand hatten vor diesem zweiten Durchgang. Hier sind Dani Ecker und Lars Börgeling. Das war wirklich Synchronspringen vom Feinsten, was die beiden gezeigt haben. Und auch jetzt einen hohen Schwierigkeitsgrad, 3,5 Doppelsalto rückwärts gehockt. Das sind unsere Favoriten. Aber was sagen unsere Wertungsrichter dazu? Hier die Drehung. 1, 2, Fußsprung, die Landung, fast gerade. Aber die Synchronität, damit haben sie ja vorhin im ersten Sprung abgeräumt. Die Führenden nach dem ersten Durchgang. Die Wertung ist da. 6,5, 6,5, die Einzelwertungen und synchron 8,0 und 8,5, die ganz klare Führung. Ja, synchron auf dem Arsch gelandet, würde ich sagen. Absolut, also wirklich alles synchron gemacht. Wahnsinn. Ja, war okay, oder? Ihr Sportler, was passiert da in Leverkusen mit euch, dass ihr solche Sachen könnt? Vielleicht müssen wir mal verraten. Ich meine, wissen die meisten wahrscheinlich nicht, aber als Stabhochspringer, wir turnen auch sehr viel. Also wir haben vielleicht einen kleinen Vorteil, weil wir einmal die Woche in der Turnhalle sind. Sieht man kaum. Und wenn man auch Stabhochspringer ist, kriegt man Titten, dass man auch bei den Frauen mitmachen könnte. Das ist Wahnsinn, echt. Toll, ich bin kaum neidisch und weiter geht's mit den nächsten beiden. 146 Punkte, damit natürlich ganz klarer Platz 1. Und jetzt kommt wieder Katrin Feist, die Finalistin im Popstars-Finale. Sie haben das gesehen, sie hat eben einen ganz fantastischen Sprung gemacht. Und sie ist natürlich körperlich gut drauf, das ist klar, weil sie hat wochenlang mit Detlef die Soest trainiert. Und sie ist hier wieder noch einmal zusammen mit Lukas Hilbert. Katrin Feist, Lukas Hilbert. Ihr Sprung war wesentlich besser vorhin als die Choreografien von Detlef Soest. Und Delfin, Kopfsprung gehockt. Rückwärts abspringen, vorwärts drehen, Schwierigkeit 1,5. Und auch den nochmal in der Zeitlupe, hier. Ja, fast gleichzeitig abgesprungen. Ja, und mit Wasserspringen wird Lukas Hilbert wahrscheinlich nicht so viel Geld verdienen wie mit der Musik. Ja, schade. Das, ja, sag mal.
Ja, bei der Probe ist mir ein Zahn rausgeflogen. Warum denn nicht? Ach, bei der Probe? Echt? Was hast du da gemacht? Einfach Körper, baff, raus. Schade. Ich hätte dich auch sehr gerne mit deinem Hund Rolex hier im Synchronspringen gesehen, ehrlich gesagt. Diese Uhr ist von Rolex und die schenke ich dir. Nein, ich will jetzt keine Uhr von dir. Die kann ich nicht annehmen, Rolex. Warum? Nein. Bitte. Nee. Ey, du machst so eine geile Promotion immer für mich. Nimm diese Uhr. Komm. Das ist Bestechung. Komm! Nein, gibt's irgendjemanden, der es nötig hat? Die Popstars müssen die bald verkaufen oder so. Ich will dir nicht alles nehmen, was du hast. Pech, muss weiter arbeiten. Ja, gut, mach ja gerne. Okay. Danke, Lukas. Bis dann. Aua. Tschüss. Lukas Hilbert, der seine Uhr verschenkt, aber Olli, ich kann sagen, Lukas hat draußen sein Auto steht, im Kofferraum hat er noch Lederjacken und Schuhe und alles. Kannst du. Ja, danke. Nicht so alles günstig. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja. Soll ich dir auch noch eine organisieren? Ja, das wäre doch gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Halbe. Meine Damen und Herren, Silke Müller und Anke Kühn, unsere Goldmädels aus dem Hockey-Bereich von der Hockey-Olympiamannschaft, die haben sich eins vorgenommen. Sie wollen auf jeden Fall Stefan und Elton heute schlagen. Das ist ihr großes Ziel. Ob sie das schaffen, sehen wir jetzt mit ihrem zweiten Sprung. Lagen auf dem 7. Rang nach dem ersten Durchgang. Also da ist noch alles drin. Wir haben es ja in der Einzeldisziplin schon gesehen, was für große Sprünge man da noch nach vorn machen kann. Delfin, Kopfsprung gehockt, Schwierigkeit 1,5. Und da sieht man doch, dass Trainer Walter Alt in Frankfurt und Christian Jäger in Hannover noch einiges geleistet haben bei unseren Hockeyspielerinnen. Bisschen zu früh weg vom Brett. Dann die Streckung, auch ein bisschen drüber gewesen. 7,0 in der Einzelwertung und synchron bis 6,0. Dritter Rang. Ja, nicht so schlecht. Naja, was soll ich sagen? Ich guck's mir mal an. Ja, hier, siehst du die Slow-Mo nochmal? Ja, ein bisschen früher. Ich habe zu lange gewartet, ja. Also vorher hatten wir immer das Problem, dass ich zu schnell reingesprungen bin. Und dann habe ich mir Zeit gelassen und das war jetzt, naja, passt. Scheiße. Ja, passt schon. Und wir wollen natürlich auch nochmal unseren Trainer zu Hause grüßen. Sehr gerne. Christian Jäger aus Hannover. Und den Walter und die Feli aus Frankfurt. Vielen Dank. Schön. Danke. Ja. Tschüss. Ja, wären wir jetzt bei Viva, könntet ihr euch auch noch ein Video wünschen. Aber na gut, weiter geht's. Und jetzt unser nächstes Paar, meine Damen und Herren, zwei ungleiche Sportler, Körper und Geist zusammen. Einmal Bürger Lars Dietrich, der Mann ist Ex-Stuntman, haben wir schon gesagt. Er hat an der Berliner Akademie eine Tanzausbildung gemacht. Und auf der anderen Seite Ben, unser Schöngeist, der übrigens drittgrößte, klügste Prominente beim letzten PISA-Test. Sie sind beide jetzt hier nochmal zusammen und versuchen noch einiges rauszureißen. Bürger Lars Dietrich und Ben. Sie lagen nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Rang. Sehr guten 47,25 Punkten. Lars hat schon Lehrgeld bezahlt in der Einzeldisziplin. Chancen jetzt also für ihn, ins Finale einzuziehen. Zwei unterschiedliche Sprünge. Ein Kopfsprung rückwärts mit einer halben Schraube und ein Kopfsprung vorwärts. Also man kann auch unterschiedliche Sprünge zeigen, muss natürlich trotzdem versuchen, hier synchron zu bleiben beim Absprung. Verlassen gleichzeitig das Brett und berühren auch zugleich das Wasser. Allerdings die Ausführung, da bin ich mir sicher, da wird es Abzüge geben. Da ist das Ergebnis. Dritter Rang für die beiden. Können also noch hoffen auf den Einzug ins Finale. Ja, man hörte eben gerade noch von dir ein... Na, blub. Ja, das war, weil ich genau schon wusste, dass irgendwie meine Beine zu weit sind. Und dass ich nicht so gut war, die gerade. Naja, aber immerhin auch dritter Platz und wenn es so weitergeht, sehen wir euch noch im Finale. Geile Uhr übrigens. Ja, habe ich ihn wieder zurückgegeben, wollte er haben eben gerade mit Androhung von Schlägen. Da musst du aufpassen bei Lukas. Ja, absolut. Herrlich. Ab ins Becken. Sehr gut. Das ist also ein Novum hier. Man kann beim Synchronspringen auch unterschiedliche Sprünge machen. Man muss nur gemeinsam ankommen. Und das versuchen unsere beiden jetzt auch. Sandra Völker und der Stolz von Peter Struck, nämlich Steve Deloke, der Mann, der in der Förderkompanie der Bundeswehr ist, hier mit ihrem zweiten Sprung.
Ja, und er hat sich auch bei der Bundeswehr bedankt dafür, dass er eher frei bekommen hat, um überhaupt teilnehmen zu können. Beide trainieren ja in Berlin bei Beate Ludewig, schwimmen allerdings, nicht das Springen. Kopfsprung, vorwärts gestreckt. Für Sandra Völker und Steve Tiloke. Und das ist nicht einfach, das habe ich schon gesagt, durch die unterschiedlichen Körpergrößen, auch durch die unterschiedlichen Gewichte. Aber hier, fast gleichzeitig am Wasser, Steve ein bisschen drüber gewesen, trotzdem hohe Noten. Der vierte Rang, beide müssen jetzt natürlich zittern, ob sie drinnen bleiben. Das ist wohl wahr, beide müssen zittern. Sandra, wie habt ihr trainiert? Sprachlich konntet ihr euch ja relativ schwer verstehen, schätze ich mal. Ja. Sag mal, ist der Sprung jetzt zufrieden, oder? Ja, ich habe übrigens auch ein kleines Obstpaket dann zurechtgepackt, das kannst du gleich mitnehmen. So, dann geht's auch weiter jetzt mit den nächsten Springern. Anja Melzer, Janine Habeck. Mit ihrem zweiten Sprung. Lagen auf dem sechsten Rang, haben also auch noch Chancen, ins Finale zu kommen. Oh! Die haben das Problem gesehen. Das wird garantiert gleich Abzüge in der Synchronwertung geben. Hier. Janine springt zuerst ab. Anja kommt ein bisschen zu spät, dadurch natürlich auch unten am Wasser an, ist dann auch noch ein bisschen drüber. Hier, Achtung, hier springt sie los. Während Anja noch auf dem Brett war. Oh, ich fürchte, das war's mit dem Finale, genau. Fünfter Rang nur und die beiden Damen, die wir gern noch im Finale gesehen hätten, sind leider schon raus. Ja. Miss Februar und Miss Mai, man kann sagen, eigentlich eher Miss Raten und Miss Lungen, aber schade, eure Freunde können euch sicherlich zu Hause trösten, das war's, tschüss. Weiter geht's. Also, Olli, ich meine, da ist halt einfach der Februar vor dem Mai losgesprungen, ja. Das war eine kleine Verunsicherung. Aber ich, das ja, Frustration auch von meiner Seite. Ja, natürlich. Ja. Du hättest sie natürlich gerne im Finale gesehen, ist ganz klar, aber ich glaube, das war's. Aber die beiden, die jetzt springen, die haben das Finale noch vor sich, zumindest die Chance ins Finale zu kommen. Da stehen sie oben auf dem Brett und wenn ich mir Claude Oliver Rudolph so angucke, dann habe ich das Gefühl, das Wasser hat total Schiss, wenn er da gleich reinspringt. Claude Oliver Rudolph und Felix Sturm. Das wird natürlich schwer nach dem achten Rang, nach dem ersten Durchgang, Punkte 29,25. Die müssen also jetzt schon einen Ast zeigen, um noch ins Finale zu kommen. Delfin Kopfsprung gehechtet, sollte das sein, Schwierigkeit 1,5. Und auch hier Probleme bei der Synchronität. Claude Oliver springt eher ab. Felix versucht noch hinterherzukommen. Und auch sehr große Wellenentwicklung hier. Da hätte man eigentlich fast die zweite Hälfte des Beckens noch an Wellenreiter vermieten können. Siebter Rang für die beiden, also nichts mit Finale. Felix. Ja, bitte. Sag was. Okay. Ja. Claude. Ja, ich wollte mich auch nochmal bei der Bundeswehr bedanken und alles klar. Ja, ich bei meinem Zivildienststelle, bei der ich sein konnte und bei meinen Eltern, allen, die das möglich gemacht haben, an dieser Stelle auch ProSieben und die Werbepartner. So, jetzt geht's weiter. Dankeschön. Danke, Olli, und ich bedanke mich auch bei der evangelischen Studentengemeinde, bei der ich meinen Zivildienst abgeleistet habe. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wieder Stefan, Raab und Elton. Und man sagt ja, Eltons einzige Vorbereitung habe darin bestanden, sich eine Strumpf in die Badehose zu stopfen, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz böses Gerücht. Auf jeden Fall hat er unter weniger Höhenangst zu leiden, denn wenn er vorne auf dem Brett steht, dann ist er
durch die Neigung des Brettes schon fast auf dem Wasser. Aber das wird Stefan natürlich irgendwann irgendwie ausgleichen, weil er hat sich wirklich einiges Blei in die Hose stecken lassen. Jetzt, ich will die Konzentrationsphase nicht stören. Elton, meine Damen und Herren. Stefan und Elton, also man muss da aufpassen wegen der unterschiedlichen Körpergewichte, das Federvermögen des Brettes auch unterschiedlich einzustellen. Elton hat übrigens diesen Sprung noch nie gemacht. Oh, was ist da los? Anderthalb Salto vorwärts gehockt, sollte das werden, aber Stefan bleibt stehen, aber er scheint zu protestieren. Die Möglichkeit hat man, vielleicht wurde er irritiert durch Zwischenrufe, vielleicht auch durch ein Foto per Blitzlicht. Also er hat die Möglichkeit, dort zu protestieren und dann wird dieser Sprung wiederholt. Bin ich gespannt, ob der Schiedsrichter das zulässt. Da gibt es natürlich Diskussionen jetzt. Ja, also hier ist Protest eingelegt. Der Stefan Raab wurde gestört und zwar bitten wir doch darum, dass unsere Ecke hier hinten, ja, im Warmhaltebecken ein bisschen ruhiger ist, ihr stört euch selbst. Ich fliege doch jetzt nicht nochmal, ich bin doch nicht bescheuert. Doch, doch, rauf da, Elton. Elton, du erhältst nochmal einen zweiten Versuch. Ja. Schade, schade. Unfair war das, sehr, sehr unfair. Also ich fand das eine gute Entscheidung, einmal so sagen, die Ecke soll aufpassen, dass wir nicht alle so gestört werden. Und ich finde gut, dass beide jetzt nochmal hochgehen auf den Turm und diesen Sprung nochmal, Elton hat einige Schwierigkeiten, die letzten Stufen zu schaffen, aber doch, jetzt ist er oben. Diesen Sprung nochmal versuchen, synchron auszuführen. Absolute Ruhe in der Ecke. Konzentration, Stefan und Elton mit der Second Chance. Anderthalb Salto vorwärts gehockt, Schwierigkeit 2,5. Da bin ich jetzt auch gespannt, was unsere Kampfrichter dazu sagen werden. Hier die Drehung bei Elton. Füße zuerst, Stefan mit dem Kopf zuerst. Zwei unterschiedliche Sprünge also. Verlassen eigentlich gleichzeitig das Brett. Auch wenn die Sprünge ein bisschen unterschiedlich aussahen, aber kann passieren. Ja, super Sprung. Top-Wertung, oder? Die Erdanziehung hat was gegen mich, was soll ich machen? Fünfter Platz sehe ich an dieser Stelle, deswegen leider ganz, ganz knapp nicht ins Finale. Ach, schade, schade. Ah, Elton ärgert sich zu Tode, aber trotzdem Riesenapplaus. Elton, Dankeschön. Danke München, danke an meinen Trainer Andreas. Ich bin immerhin gesprungen, ich habe diesen Sprung noch nie gemacht. Das war heute echt die Premiere und du Arsch hast mich zweimal springen lassen. Wunderbar. Also Gnade für Elton, das war der Riesenapplaus für Elton und Stefan. Sie haben es nicht ins Finale geschafft, denn jetzt haben wir hier unsere Finalpaarungen. Die ersten vier kommen weiter, das wissen Sie, meine Damen und Herren. Und hier ist der Stand nach dem zweiten Durchgang damit des Finales. Wir warten auf die Grafik, das kann ein bisschen dauern. Es wird natürlich ausgerechnet jetzt. Und da ist sie schon. Also, weiter und im Finale sind auf Platz 1 Dani Ecker und Lars Börgeling mit 146 Punkten. Mundstuhl, für mich eine Überraschungsmannschaft hier. Ben und Bürger Lars Dietrich und Sandra Völker und Steve Tiloke. Und die sehen wir gleich dann im Finale des Synchron.